Hallo und willkommen zurück zu Lords of the Fallen. Das letzte Mal hatten wir ja von einem der Mönche den Auftrag bekommen, nach seinem Bruder zu schauen, der im Weinkeller zu finden ist. Leider haben wir den nur tot vorgefunden. Und von dem einarmigen Mönch hatten wir den Auftrag angenommen, den Weg zu seinem Labor freizumachen. Wir haben beides erledigt und deswegen geben wir den beiden Mönchen mal Bescheid. Und zwar der erste Mönch, und zwar der mit dem einen Arm, den finden wir hier. Habt ihr es geschafft? Ist es dort sicher? Sicherer als jetzt wird es nicht werden. Danke. Wir treffen uns dort. Gut, das heißt, wir sehen den Mönch nochmal, weil wir ja nochmal ins Labor kommen sollen. Doch zuvor, bevor wir die schlechte Kunde vom toten Bruder überbringen, legen wir natürlich wieder eine neue Rüstung an. Und zwar... habe ich mich jetzt hier verklickt, sowas. Und zwar, das letzte Mal hatten wir ja Reaktion an. Die lebende Legende sieht der Herrscherrüstung eigentlich zum Verwechseln ähnlich. Deswegen würde ich sagen, machen wir einfach mal weiter hier mit Segen. Ist eine mittlere Rüstung, eigentlich auch ganz schick. Ich finde es ein ganz nettes Detail mit dem Buch an der Seite. Ich gehe mal so ein bisschen rüber, dann kann man das, glaube ich, ein bisschen besser sehen. Wenn ich mich hier so ein bisschen drehe. Genau, jetzt sehen wir es ganz gut. Ja, ich finde es ein ganz witziges Detail, auch mit der Tasche am Gürtel und so. Das ist ganz nett. Auch hier wieder sehr detailreich, das Ganze. Ja, ist für eine mittlere Rüstung, wie gesagt, ganz schick. Aber wir greifen dann doch lieber auf die Herrscher zurück. Die hat einfach ein bisschen mehr an positiven Werten für uns. Hält halt mehr aus. Gut, dann gehen wir hier nochmal hoch. Da war ja der Mönch, der seinen Bruder vermisst. Ich glaube hier, genau. Da steht da auch der gute Mann. Dann überbringen wir ihm mal die schlechte Kunde. Habt ihr meinen Bruder gefunden? Dein Bruder ist tot, von Spinnen aufgefressen. Ja, das habe ich an seiner Leiche gefunden. Tot? Einfach so? Behaltet es. Ich will nicht daran erinnert werden, wie er gestorben ist. Und zwar, hier bekommt man ein Amulett. Ich weiß bedauerlicherweise nicht mehr hundertprozentig, welches Amulett es ist. Und hier können wir jetzt auch eine der Kisten aufmachen. Und ich glaube, die andere können wir noch nicht... Ah doch, die können wir auch schon aufmachen. Wunderbar. Gut, für euch wäre da natürlich wie immer Equipment drin, für mich sind halt ein paar Splitter drin. Ist halt auf New Game Plus Plus so. Dann gehen wir mal Richtung Ausgang. Ich würde sagen, wir gehen mal hintenrum raus. Da haben wir wieder auf dem Weg die drei schwarzen Ritter. Die geben ja recht ordentlich XP. Wechseln wir hier ganz kurz noch den Skill. Und das Leben sieht ganz gut aus, dann wagen wir uns mal raus. Ich gehe sofort in Phasenwechsel, weiche hier mal aus. Den ersten haben wir down, der zweite hat überhaupt nichts mitbekommen. Gut. Haben wir richtig schön XP bekommen auf die Schnelle. Wir nehmen uns aber natürlich noch hier den Ritter vor, der hier steht. Ich warte nur, bis der wieder steht. Denn dann funktioniert es mit Stich doch ein bisschen besser. Gut, der braucht einen Moment, bis er wieder zurück ist. Vorher können wir auch noch den ein oder anderen Gegner hier platt machen. Zum Beispiel hier den Armbrustschützen, das kennt er ja vom letzten Mal, dass der da steht. Oh, der Ritter hat uns gesehen. Na komm, mein Freund. Wir packen mal Stich aus, würde ich sagen. Na gut, so geht's auch.
War nicht so elegant, wie ich es vorhatte, aber was soll's. Dann liegt hier noch einer rum. Der lernt es auch nicht, dass Schlafen nicht das Beste ist. Wenn man hier mit Haken rechnen muss. Ich fand es mit Stich eben ganz witzig. Man schickt Stich hin, der attackiert den und wir können da ganz gemütlich einen schweren Angriff drauf machen. Naja, kann man sich ja mal merken für die ein oder andere Gelegenheit. Gut. Dann gehe ich hier in Phasenwechsel gleich, denn hier sind ein paar Mobs, obwohl die... Naja, komm, die XP können wir eigentlich mitnehmen, oder? Und zwar hier ums Eck ist einer. Naja, hat auch 1600 gebracht und hat was fallen lassen. Das ist natürlich sehr schön. Wir wollten ja mal ausprobieren, wie es denn aussieht beim Backsteppen mit anderen Waffen. Wir benutzen hier mal die Glaive. Mit der habe ich noch nie gebacksteppt, weil ich normalerweise gar keine Gleben benutze. Aber das können wir jetzt gleich mal uns anschauen, wie das aussieht. Okay. Auch ganz witzig. Ich habe gerade gesehen, ich habe ein bisschen Low Life. Da könnte ich mir mal zwischenzeitlich eine Heilung einpfeifen. Gut, dann haben wir noch eine andere Waffe, mit der wir backsteppen können. Mit einem Hammer könnte man auch mal backsteppen. Ist übrigens auch eine irre Waffe, ne? Ein Mordshammer. Könnte man eigentlich auch mal so zwischendurch zeigen. So ein paar Waffen, die man sonst eigentlich nie sieht, weil man sie nicht benutzt. Weil sie zu wenig... Oh, genau. Das ist der Vorteil vom Backsteppen, habt ihr gesehen? Der konnte mich eben nicht attackieren, weil ich hier gerade dabei war zu backsteppen. Okay. Nein, mit Hammer spiele ich nie, man merkt es direkt, gell? Gut. Ja, ist ein Mods-Teil, ne? Aber wir legen wieder Friedensstifter an. Ist einfach doch die beste Waffe im Spiel. Ich habe schon überlegt, ob die Entwickler da vielleicht einen Fehler gemacht haben, weil die so weit ab ist vom Schaden von den anderen Waffen, dass ich mir echt überlegt habe, die haben vielleicht einen Fehler gemacht. Weil, ich kann es mal zeigen, ich meine, das ist jetzt nicht so spannend, aber schaut mal hier, 604 Schaden und die anderen, wie schaut denn das aus mit der Großaxt, die ist glaubensbasiert, aber die nächste stärkebasierte Waffe ist hier die Glaive. Ist zwar jetzt nicht gesockelt, aber der Multiplikator würde das dann auch nicht rausreißen. Ja. Also die Waffen sind so weit ab vom Friedensstifter. Dass ich mir echt schon überlegt habe, ob das ein Fehler der Entwickler war. Dass die im Grunde gar nicht so extrem stark sein sollte. Ah, wir haben was vergessen. Wir wollten noch was bei Antanas abgeben. Das können wir gleich machen. Und zwar, wir hatten ja nach dem Bossfight gegen die Bestie noch einen Splitter gefunden. Und zwar, das ist ein Teil vom Planetarium. Und das werden wir aber auf jeden Fall noch abgeben. War eigentlich noch eine Waffe, mit der wir mal backsteppen könnten. Ich schau mal nach, was haben wir denn noch für eine Waffe, mit der wir backsteppen können. Wir haben mit dem Großschwert, das haben wir schon öfter gesehen. Wir haben hier mit der Glaive, mit dem Hammer. Wobei das mit dem Hammer vielleicht ein bisschen hektisch war. Hm? Wollen wir das mit dem Hammer nochmal probieren? So. Hammer angelegt. Schleichen wir uns an den armen Jungen hier ran. Ich glaube, das ist gut. Okay. Naja.
jetzt wieder. So. Ah, das flutscht doch um einiges besser mit dem Schwert, ne? Jetzt müsste hier der Mönch sein. Genau, hier ist der einarmige Mönch. Und mit dem sprechen wir jetzt auch. Ich kann sie zurückholen. Ich bin sicher, ich kann sie zurückholen. Wie ich sehe, hast du die Leichen weggeräumt. Jetzt kann ich mit der Suche nach einem Heilmittel beginnen. Ich brauche Platz zum Arbeiten. Antanas ist nicht einverstanden, aber ich weiß, dass es möglich ist. Es muss einen Weg geben. Du verstehst dich also nicht besonders gut mit Antanas. Ja, Antanas glaubt, das Böse könnte der Menschheit völlig ausgetrieben werden. Aber diejenigen, bei denen er es getan hat, scheinen nicht mehr ganz menschlich zu sein. Es muss einen anderen Weg geben. Was genau machst du denn in diesem Labor? All diese bedauernswerten, von dieser dämonischen Krankheit befallenen Menschen. Ich muss ihnen helfen. Es muss einen Weg geben, ihnen zu helfen. Gut, dann fragen wir mal nach den Tränken. Du hast mir ein paar Heiltränke versprochen. In diesem Zustand hilft mir mein Labor nicht viel. Aber ich könnte vielleicht die Wirkung eurer Tränke verstärken. Wenn ihr mich vielleicht weiterhin unterstützt, könnte ich noch effektivere Tränke herstellen. Wie soll ich dir denn diesmal helfen? Ich brauche mehr frisches Roga-Blut. Ich muss seine Eigenschaften weiter untersuchen. Ich denke, ich brauche ihre Herzen. Bringt mir einige Roga-Herzen. Ich vermute aber, sie müssen weit größer und kräftiger sein als die Herzen der Roga hier in der Abtei. Wie viele brauchst du? Mindestens 4 Stück brauche ich. Aber je mehr, desto besser. Mal sehen, was ich finden kann. Ich danke euch. So, und zwar, wir haben ja schon Roga-Herzen gefunden. Ihr erinnert euch an die, ah Gott, wie heißen sie denn? An die Tyrannen, genau so heißen sie. Da muss man ja die Urnen zerschlagen und dann kann man dieses Herz von denen aufnehmen. Und vorher sind die ja quasi nicht zu töten. Und diese Herzen, die haben wir dabei und die geben wir ihm jetzt. Willkommen zurück. Habt ihr die Roga-Organe, um die ich gebeten hatte? Ich glaube, ich habe sie. Ja. Herzen? Das passt perfekt. Wartet einen Moment. Dieser Heiltrank ist wahrlich mächtig. Probiert ihn aus. Er ist jetzt ein wenig mächtiger. Bringt mir zusätzliche Herzen, dann schaue ich, was ich noch ausrichten kann. So, das heißt, wenn wir ihm die Tyrannenherzen bringen, dann verstärkt er uns die Heiltränke. Und das ist eine durchaus gute Sache, denn wenn ich ganz wenig Life habe, dann macht mich so ein Trank nicht mehr wirklich voll. Und deswegen ist es ein guter Deal, wenn wir ihm die Herzen bringen. Jetzt gehen wir hier direkt durchs große Portal und besuchen nochmal kurz Antanas und geben ihm dieses Bruchstück vom Planetarium. Denn wenn wir das später erst machen, dann können wir die Quest nicht mehr abgeben. So, da geht's hier hoch. Seid vorsichtig! Es hört sich an, als wären vielleicht noch Roga in den Gängen. Jetzt müssten auch, glaube ich, hier die Seitengänge offen sein. Ah, hier haben wir noch eine Tür. Sehr gut. Die machen wir direkt auf. Und finden wir hier eine Kiste. Geisterrufsplitter ist auch sehr nützlich, wenn ihr mal länger nicht gespeichert habt und verliert euer Life. Also ihr sterbt und
eure ganzen XP liegen da irgendwo rum, dann könnt ihr so einen Geisterrufsplitter nehmen. Denn je länger das dauert, bis ihr diese XP wieder aufnehmt, je mehr verliert ihr davon. Das heißt, es tickt langsam runter von 100% auf 99, 98 und so. Und dann lohnt sich das durchaus, wenn man so einen Geisterrufsplitter hat, damit man dann nicht allzu viel verliert. Gehen wir wieder den Aufzug hoch. Ach Quatsch, der war ja gar nicht mehr hier oben. Der war ja im Planetarium gewesen. Ich bin ja doof. Wir hatten ja den Weg frei gemacht ins Planetarium. Das heißt, wir müssen hier unten rein. Und hier entlang, genau. So. Da ist er. Jetzt reden wir erstmal mit Kaslo. Die schwerste Aufgabe liegt noch vor dir. Aber hast du etwas herausgefunden? Und zwar, ihr erinnert euch, als wir in den Katakomben waren, war ja dieses eine Tor offen und wir konnten quasi in diesen kleinen, also in diesen kleinen Raum ist es ja nicht gewesen, in diesen Raum schauen, wo berichtet wurde über diese Bestie, die wir auf dem Platz der Richter, die wir da auf dem Platz der Richter getötet haben. Und das sagen wir jetzt einfach Kaslo, dass wir wissen, dass Antanas diese Bestie erschaffen hat. Die Bestie auf dem Platz der Richter. Antanas hat sie erschaffen. Das hatte ich befürchtet. Ich muss sofort mit Antanas sprechen. Gut, wir sprechen aber vorher mit Antanas und geben ihm dieses Buchstück vom Planetarium. Diese barbarischen Roger haben mein Planetarium zerstört. Unschätzbar wertvolle Bücher wurden vernichtet. Meine Vorrichtung wurde in Stücke geschlagen. Ohne diese Stücke kann ich sie nicht richtig verwenden. Gut, wir haben aber so ein Stück. Willkommen zurück, Harkin. Interessiert euch vielleicht, dass sich vor der Zitadelle eine riesige Bestie rumgetrieben hat? Eine Bestie, sagst du? Denkst du, dass es eine neue Waffe Adirs war? Wir wissen beide, dass das nicht Adirs Bestie war. Einer von uns beiden hat Mutanten gezüchtet. Vermutlich der mit der besseren Ausbildung. Dank den Richtern, dass du nicht getötet wurdest. Lass uns hoffen, dass wir solche Bestien zum letzten Mal gesehen haben. So, dann geben wir ihm trotzdem dieses Bruchstück von seinem Planetarium. Ich habe was gefunden. Es ist ein Teil der Vorrichtung. Gib es mir, dann kann ich sie reparieren. Hier ist das Ding. Ich danke dir. Mit Hilfe meiner Maschine kann ich die Schatten ein wenig lüften, die auf deiner Reise liegen. Sieh her. Es verbleiben noch zwei Herrscher. Sie sind beide in der Roga-Dimension. Einer im alten Tempel, den du bereits besucht hast. Der andere verbirgt sich gut. Der letzte Herrscher ist in einer Kammer innerhalb der Hand Gottes. Harkin, lösche nicht die Feuer in der Tempelarena. Bekämpfe Blitze mit Blitzen, wenn du dich Adirs letztem Herrscher stellst. Gut, das sagt uns alles jetzt natürlich noch nichts, aber später, wenn wir zu den Bossen kommen, dann bekommt das Ganze Sinn. Jetzt probieren wir noch eine Sache aus, und zwar, wir haben ja noch den DLC, und um diesen DLC
oder in die Dimension dieses DLCs zu kommen, müssen wir mit dem Schmied sprechen und der kann uns dann dahin bringen. Und ich glaube, es könnte soweit sein, dass wir erfahren, dass er da was entdeckt hat. Ja, ich kann dich dorthin bringen. Was soll denn das jetzt wieder bedeuten? Eine Antwort ohne eine Frage. Wie lautet die Frage, die du beantwortet hast? Bringst du mich dorthin? Das hier wird allmählich absurd. Wovon redest du? Von einem neuen Reich, das ich gefunden habe. Es ist interessant und gefährlich und voller Reichtümer. Von einem Riss, der sich ausweitet. Was soll ich dort? Warum erzählst du mir davon? Ein Mensch, der jede Truhe aufmacht, die er findet, braucht einen Grund, eine neue Welt zu erkunden? Wie seltsam. Wüsste gar nicht, wie ich da hinkommen könnte. Eine komplizierte Aufgabe für einen Menschen. Ein leichtes für mich. Ich kann es dir zeigen und dich sogar dorthin bringen. Ich kann es dir aber nicht erklären. Wir machen jetzt Folgendes. Wir gehen schon mal dorthin, denn dann haben wir sozusagen den Weg freigeschalten. Denn mir ist es beim letzten Mal passiert, dass ich das Gespräch abgebrochen habe und dann später nicht mehr mit ihm reden konnte. Und erst ganz, ganz am Schluss ging das wieder. Und ich würde natürlich ganz gern den optionalen Bus vor dem Endbus machen wollen. Dann bring mich mal kurz dahin. Bring mich in dieses Reich, von dem du erzählst. So, und somit sind wir wieder in der Roga-Dimension, aber an einem anderen Ort, sprich nicht an den Ruinen, sondern an einem anderen seltsamen Ort, wie ihr hier sehen könnt. Wir werden, das Ganze ist ein Labyrinth, wir werden das Labyrinth aber erst betreten, nachdem wir nochmal in der eigentlichen Roga-Dimension waren. Und ich würde sagen, damit beenden wir auch den Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei wärt. Ihr könnt mir gerne ein Däumchen hinterlassen, Kommentare oder auch ein Abo. Das würde mich freuen. Und bis zum nächsten Mal in Lords of the Fallen. Euer Latan.